So. Und. So, fertig. Dann muss ich irgendwann hier nochmal den Darm richtig machen. Aber so kann man jetzt hier zumindest ein kleines bisschen mehr Häuser ansetzen. Das Ding ist, ich könnte... wohin würde das mich führen? Folgen wir mal da, vielleicht mach ich, kann ich ja doch den Damm hier entfernen. Dass man vielleicht den Fluss entlang... Ach stimmt, hier sind Pferde gewesen. Den Fluss entlang fahren kann. Chucky, vielen lieben Dank für deinen Sub. Vielen, vielen lieben Dank. So. Hier ist irgendwo eine Lava. Dann muss ich aufpassen. Schlechte Erfahrung. So. Guck mal, das geht hier alles... Oh Gott, wie weit das noch geht. Da geht's auch noch weiter. Hey, hier ist Granit. Guck mal, das sind nur ein paar hundert Meter entfernt davon. Hätte Nase nicht unbedingt so weit laufen müssen. Ja, Nummer 1, Mr. Sub. Oh, yeses. Wo zum Hammel bin ich? War ich hier schon mal? Ich glaube, dass ich hier schon mal war. Ich glaube, ich bin hier mal irgendwann entlang gelaufen, als ich auf dem Rückweg war. Gut, aber dadurch, dass ich sie, dass das hier doch noch alles ziemlich weit geht. Ich meine, ich könnte das komplette Tal hier unter Wasser setzen, aber ich glaube, das wäre... Wäre eigentlich cool, nicht? Ich könnte hier... Das könnte ich sogar wirklich machen. Dass ich hier in das Tal irgendwie ein Dorf oder eine Stadt reinbaue und das dann komplett unter Wasser sitze. Aber ich glaube, ich komme mit dem Wasser nicht so hoch, ne? Na, weil das Tal ist dann... Ja, nee, ich komme mit dem Wasser nicht so hoch. Es wäre cool, so eine Grundidee, aber dafür bräuchte ich irgendwie doch ein Tal, was halt zwischen einigen Bergen ist, dass ich das machen könnte. Merken wir uns das für irgendwann anders. Plus, ich weiß, dass es den Server auf jeden Fall sehr anstrengen würde. So, aber jetzt haben wir hier das soweit fertig. Schaut doch einfach. Das hat übrigens die Pappnase gebaut. Schaut euch mal an, was der hier alles rausgehauen hat. Schrecklich, schrecklich. So schade, dass er hier einfach mit aufgehört hat. Aber ich glaube, ich werde das kopieren. Also die Bauart. Mit den großen Fenstern. Er hat das im Dreierlook gemacht, ne? Ja, das kopiere ich mir einfach. Ich habe da oben ein anderes Art Haus. Ich würde... Ups, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Ich würde das Haus so ziemlich... Na, also das habe ich ja mit Dark Oak Wood gemacht. Die restlichen würde ich hier aus normalem Oak Wood machen und das irgendwie als... Ich wollte gerade sagen Hausmeister statt Bürgermeister. Nun, das ist der Hausmeister. Und dann dachte er sich viel zu nah am Schatten dran. Ich ziehe zum Motto Maschilo. Ja. Moin Fetzen. Na, was geht ab bei dir? Ich sehe gerade, was ist denn das für ein... Ah, cool. Das ist 100. 100 Cherubit. Apropos Motto Maschilo. Ich würde ganz gerne einfach bei euch nochmal reinschauen. Wobei, warum nicht? Ich habe eine Möglichkeit. Ich habe richtig gut Deutsch.
Irgendwo da hinten ist das Boot, was ich genutzt habe. Glaube ich. Oder? Ich glaube hier irgendwo. Oder? Goddammit. Ich meine, ich klaue immer irgendein Boot, einfach was ich hier sehe. Dachte ich hätte das hier, oder ist es... laufe ich doch in die falsche Richtung? Laufe ich in die falsche Richtung, ja oder nein? Haha! Ich habe ein Boot gefunden. Ich hoffe jetzt so ein bisschen, dass ich in die Richtung von euch laufen kann, ohne dass ich sterbe. Beziehungsweise disconnecte alle 2 Minuten. Schaut euch all dieses Kelp an. Es ist unglaublich, wie viel hier ist. Es ist unglaublich, wie hoch der Shit auch wächst, ne? So, ich finde die Ästhetik aber richtig cool. Von dem Ding hier. So. Von der Stadt. Nein, ich. Wäre fast drauf hängen geblieben. Da sind ein paar Mukus. Und Oink Oinks. So, da sind Schweine. Habt ihr auch Pullover-Schweine hier? Was ist das für ein Boden? Ich habe keine Lust, den irgendwie abzubauen, aus Sorge, dass er irgendwie kaputt geht. Gegen den Hunger. Ist das ein Radieschen? Beetroot. Nee, das ist Rhabarber. Ihr habt ein bisschen noch was umgebastelt, ne? Sehe ich gerade. Das ist... Ich mach mal ganz kurz... Time set... Night. Einige der Lampen gehen an, nicht alle. Einige. Oder sind die kaputt? Ach guck mal, da ist sogar noch ein Stück Glas. Entweder können die nicht angehen oder... Ja doch, da sind sie angegangen. Oder es war ein Visual Bug. Das kann natürlich auch sein. So. Eine Bibliothek. Ah, deswegen habt ihr so viele Mukus. Das ist ein Salmon... Ein Enchanted Golden Apple, okay. Nett, nett. Ah, hier ist ein Enchanting Table. Plug. Er hat all die Türen offen gelassen. Puh, ja, das war der Mod war hier und der hat alle Türen offen gelassen. Ist das Quarz? Ich glaube halt, das ist Netherquarz, ne? Jetzt weiß ich, warum ihr so viel davon brauchtet. Schaut halt sehr nach Netherquarz aus. Aber es schaut halt ganz gut aus mit der Ästhetik hier. Da habt ihr auch Lapisblöcke und sowas, ne? Da habt ihr jetzt... Nun! Ich darf definitiv nicht zu nah an euch rangehen! So, ich flieg von meinem eigenen Server, wenn ich hier bin. Das ist doch... was soll denn das? Komme ich jetzt nicht auf meinen eigenen Server drauf. So, jetzt aber. So. Theoretisch könnte ich, komm, ich bin mal nett. Wie, Schatten kann nett sein? Ätna, Ätna! Nein, ich nehme noch ein paar mehr Potatos mit. Das ist eine vergiftete Kartoffel. Der ist voll toxisch. Jetzt habe ich 3. So. Dann pflanzen wir mal hier neue Potatos an. Ach Gottchen, ihr wollt aber wirklich eine Menge Potatos hier haben. Potato, Potato, Potato. Nach Silage. Spricht man das aus? Spricht man das Silagebunker? Fertig machen.
Viel Erfolg. So, und jetzt einmal Karottchen. Und auch hier ein paar Karottchen. Genau. Weiß es nicht, das sind alles so hohe Begriffe für mich. Auch hier ist das gleiche Problem, das, also Problem in Anführungszeichen. Aber auch hier verschwindet das Gras nicht unterm Wasser. Oder geht das nicht, weil Mob Griefing aus ist? Jetzt mal als ganz, ganz doofe Frage. Das könnte es nämlich für mich erklären. Ich wüsste nicht, warum Wasser als Mob-Entity existieren sollte, aber es... Oder ob das Zerstören von... oder das, wenn Wasser einen Block in einen anderen Zustand überführt, das als Zerstören angesehen werden würde. Aber ich könnte mir denken, dass das wirklich so funktioniert. Warte, wenn ich mal ganz kurz... Game Rule... Mob Griefing. True. Gucken wir mal, ob sich jetzt das verändert. Ich muss nur daran denken, dass ich die Game Rule dann wieder umändere, bevor der Server Reset kommt. Andernfalls kommt irgendjemand auf den Server, denkt sich so, ach, das ist ja nur ein ganz normaler Creeper. Ja, sich missere gegärtes Gras oder meistens als Futter für Nutztiere. Ah, okay. Ich weiß nicht, ist Gras eigentlich gesünder für Nutztiere als Mais? Weil, also keine Ahnung, es ist halt... Der Mensch kann halt Mais nicht so richtig verdauen, aber dann ist da auch wieder die Geschichte, der Mensch kann auch so ziemlich... Wo war die Truhe für Essen? Der Mensch kann so ziemlich auch kein Gras verdauen und dementsprechend von uns auf andere oder Tiere schließen. Ist vielleicht nicht unbedingt das Klügste. So, wo muss ich lang? Aber auf jeden Fall, ich finde die Insel halt echt hübsch. So. Vom Ästhetischen her. Erinnert mich ein kleines bisschen an Pokémon. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Ort Xenoville, glaube ich, hieß das. Nee. Ich google mal ganz kurz. Achtet mich gar nicht. Warte. Xeneroville war es. Mit Xenoville war ich ziemlich nah dran. Gut. Geklärt. An Xeneroville erinnert mich das. Oh, das bringt mich wieder zurück zu Pokémon Smaragd. Weiß noch nicht wann, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann ein Pokémon-Projekt auch wieder mal bringen. Ich meine, Pokémon Kristall ist jetzt schon gar nicht mehr so lange her. Wann hatten wir das? Das hatten wir November angefangen. Letzten Jahres. Ich bin wieder vom Server geflogen. Ja genau, November angefangen. Wann hatten wir es beendet? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Tintenfisch macht Pirouetten. Ich denke jetzt... Ich weiß, dass die letzte Folge vor kurzer Zeit erst kam. So, ich... Könnte... Kann man Rhabarber... Ich glaube, Beetroot war Rhabarber. Kann man das auch anpflanzen? Würde ich nämlich machen. Ach, guck mal, das ist die Insel. So, willkommen. Ist die... Die Map ist verkleinert, ne? Glaube ich. Ja, definitiv verkleinert. Oder? Bin mir ziemlich unsicher. Ich werde die irgendwann mal kopieren. Beziehungsweise eigentlich brauche ich die nicht mal kopieren. Weil das Königreich nichts davon weiß.
Schließlich habe ich genau dann einen Anruf, wenn du auf unsere Insel kommst. Oh, Rip-Mod. Ja, das müsste schon eine Map-Größe sein. Okay. Granit. Oh Gott, führt das einfach nur ins Nichts? Obsidian. Also nichts in Anführungszeichen. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung. So, Entschuldigung, ich musste kurz husten. Oh Gott, bupp, so. Es ist nutzlos, egal, ob es Gras oder gehäckselt ist. Meistens geht eigentlich nur darum, durch die Silierung den Kram haltbar zu machen. Okay. Aber ich denke, du weißt ja nicht, was ich gerade mal wieder spiele. FIFA 24. Liege ich richtig? Das ist ein Schild am Bahnhof, da steht drauf, wohin das führt. Humbug! Dann gehe ich nochmal in die andere Richtung. Aber so wie mich das führt, müsste das ja eigentlich zu Pappnase führen, nicht? Ja, ich lag voll richtig, Fetzen. Ihr müsst ja nochmal Treppen nebensetzen. Ist ja schrecklich. So funktioniert das ja nicht, dass man hier irgendwie die gesamte Zeit hochrüppeln muss. Nee, du. Das sind doch nur über 400 Stunden jetzt seit dem 20. November. Seit dem 20. November. Dezember? Januar? Februar? 3 Monate. Knapp 120 Tage. Nicht 120, 90 Tage. Das sind ein paar viele Stunden pro Tag. Fetzen. Oh. Okay, Schatteninsel. Whee! In bevor ich fall jetzt einfach in Lava, dann werde ich mad. Dann wäre ich so mad, wenn das passieren würde. Frage ist, was die Schatteninsel? Frage ist, wo habt ihr euch hingegraben? Mal gucken. Also im Zeitraum 20. bis 20.12. hatte ich davon allein 250 Stunden. Ich meine, um fair zu sein, ich hatte, damals, als Stardew Valley rauskam, innerhalb der ersten Woche definitiv zu viele Spielstunden, als dass ich die Insel, wo du deinen Scheiß hast. Welchen Kack meinst du? Ich habe keinen Kack auf irgendeiner Insel. Oder habe ich irgendwo eine Insel? Na. Ist ja keine Insel, ist ja quasi Festland, auf dem ich bin. Wir haben hier nur noch hier noch keinen Ausgang gebuddelt. Ja, ich meine, ja, sowas ist auch immer eher uninteressant zu machen. Das verstehe ich. Also, das verstehe ich halt wirklich. Ich habe da so ein paar Stunden. Wenn ich drüber nachdenke, wie das hier mit der Minecraft-Welt ausschaut. Ich habe heute ein paar ältere Streams wieder... Oh Gott, da bin ich aber ganz knapp hochgekommen, du. Wieder ein paar ältere Streams für YouTube freigestellt. Und ich glaube, ich war bei Stream 470, also beziehungsweise bei Folge 470 vom Stream. Und das sind halt auch, ja, so im Schnitt geht, glaube ich, jede Folge 30 Minuten. Das heißt, über 200 Stunden, die ich hier reingesteckt habe. Ach, das Haus auf dem Hügel. Ah, okay. Soll ich dann irgendwie eine gescheite Anbaustation hinsetzen? Einen gescheiten Bahnhof? Das könnte ich machen. Damit hätte ich kein Problem. Irgendwie funktionieren eure Stops nicht so richtig. Ist aber hübsch hier. Ist gefährlich da. Da ist nichts.
Da ist nichts. Ach, da geht's hoch. Ach so, das ist jetzt hier. Ah, das ist sein Gang zum automatischen Sortiersystem. Steine, Steine. Ich glaube, sein Sortiersystem sortiert nicht. Ja, irgendwie sortiert er nicht. Also es sortiert ein bisschen, aber halt nicht viel. Oh Himmel. Die Nasenhöhle halt. Ja, wobei Nase hat er jetzt auch lange nicht mehr gespielt, soweit ich das richtig sehe. Ich meine, ich könnte in die Logs gucken, schauen, wann er das letzte Mal sich eingeloggt hat, aber ich glaube, das letzte Mal war vor einigen Wochen, als wir noch gemeinsam den Minecraft-Freitag hatten. Oder Freundschaftsfreitag. Ich weiß nicht, ich glaube im Januar hatten wir den letzten. Wenn ich mich nicht vertue. So. Und ich habe ja hier ganz viel Dschungelholz für ihn weggemacht. Ewig gedauert. So. Aber dafür habe ich jetzt eine Menge Dschungelholz. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, die Namen kommen von mir. Alles gut, alles gut. Hui! Da lang. Habt ihr... Sind das eigentlich Gänge von Nase, die ihr hier einfach so Eingänge gemacht habt? Oder habt ihr... habt ihr einfach irgendwie Probebohrung gemacht? So, wo könnte er denn sein? Ich könnte mir auch ein bisschen Granit klauen, ne? Aber nicht unbedingt hier von Nases Gebiet. Aber der braucht das ja noch alles. Eure automatischen Start-Stopp-Dinger funktionieren nicht. Die Gänge waren von Nase. Ah, okay. Maschido hat nur den Bahnhof dahin gebaut. Okay. Okay. Habe ich Nachrichten bekommen? Ja, ich habe Nachrichten bekommen. Ich bin vom Server geflogen. Du musst dich schon bewegen, damit du dann beschleunigst. Muss ich mich bewegen? Du kannst auch einfach an der Kante bauen. Ne, an der Schräge bauen und dann wirst du automatisch beschleunigt. So. Nein, bleib hier. So. Dann. Ach guck mal, Werkzeugladen, Rüstungsladen, Waffen. Habt ihr vergessen, die Zwischenwände zu ziehen? hatte ich erst von ihnen, hat Virtu dagegen eingelegt. Okay. Dann fand das hässlich. Ich meine, jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Geschmack, ne? Sollte hier nicht Wasser sein? Achso, das ist nur außen gewesen, ne? Vielleicht hat sich hier oben noch mal ein bisschen was getan. Ich glaube, mit einer meiner Lieblingsstreams war, wo ich mit Mashiro hier war und Mashiro irgendwann festgestellt hat, dass er hier Fehler gemacht hat. Beim Turmbau. Dass er die falschen Farben verwendet hatte. Es war gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin gemein. Ich bin kein guter Mann. Ich bin kein guter Mensch. So. Und wir bewegen uns hoch und hoch und hoch. Und weiter nach oben und nach oben und nach oben. Da fällt mir gerade ein. Ich weiß noch nicht, was ich morgen essen möchte. Tada! Gab's einen ordentlichen Weg nach oben oder muss ich über das Wasser? Ich glaube, ich muss über das Wasser, ne?
Nee, hier gab es einen ordentlichen Weg. Entschuldigung. Ich bin 5. Hallo. Mag die Glocke. Halt wirklich vom Design. 1, 2. Ach nee, das passt von den Farben, ne? Genau, weil nur die drei Farben verwendet wurden und dann halt der Kübele. Du bist 5 Menschen. Das auch. So, wenn ich mal hier runter gucke. Ich meine, mit dem Hemd sehe ich halt sehr adrett aus und sehr wie ein Software-Developer, aber das Hemd kaschiert gut. Du kannst auch ohne zu sterben runterspringen. Ja, das weiß ich. Kann auch so machen. Ich weiß aber halt nicht, wo ich hinspringen kann, weil meine Sichtweite nicht weit genug ist dafür. Na, dann gehe ich mal lieber auf Nummer sicher, ne? An einer bestimmten Stelle, wenn du das Meer richtig triffst. An jedem Tag! Na, sie hat es nicht geschafft. Ah, das war von ihm nur. Nein, Nase spielt ganz gerne alle Spieler auf etwas schwieriger. Ne? Dementsprechend wollte er nur zeigen, wie man den Sprung auf schwer schafft. Spring oder Schalker. Nun, da ich definitiv nicht an Fußball interessiert bin, funktioniert diese Art von Aufstachelung an mir nicht. Ich dachte gerade, das wären komische Schleims, aber das sind Schildkröten. Hallo! Kann man euch irgendwie dazu bringen, dass ihr Spaß habt? Hier ist ein, Donkey! Ich kann leider nicht so gut Shrek imitieren. Muss ich denen dafür Kelp geben, damit die sich vermehrt haben? Bitte am Leben lassen. Das hatte ich vor. Töten wollte ich sie nicht. Weil das sind die ersten, die ich gesehen habe. Sonst denkt ihr noch, ich wär's gewesen. Denn darf niemand freiwillig Schalker sein. Ich meine, Schalke 04 macht sich relativ gut, soweit ich weiß, in der LEC. Bei League of Legends. Möchtest du fressen? Ich möchte, dass du Spaß mit dem da hast. Wie kann man die dazu animieren, dass sie Sex haben? Ich möchte Schildkröten sehen. Klingt falsch. Friedliche Kreatur. Können nicht schwimmen. Befindet sich da, wo das Ei zuletzt stand. Oh. Wie komme ich an Eier da? Mit Seegras angelockt und anschließend damit gefüttert werden. Ach, mit Seegras. Ah, okay. Kerl tut da quasi nichts. Ach, dafür brauche ich eine Schere. Okay, mit Knochenmehl kriege ich Seegras. Ah, okay. Das ergibt alles Sinn. So, kann ich ein Schildkrötenei mitnehmen? Gewinnung. Na, aber da kann bis zu 4 einzelne Eier enthalten. Mit Behutsamkeit verzauberte Werkzeug können das. Haha! Oh, ich bin vom Server geflogen!
Ich so, aha, aha, oh. Habe ich keine Schere bei mir? Ja. Let's go, Kinners. Es ist Zeit, Schildkröten. Es ist Zeit für Schildkröten-Sex. Wenn es im Fußball nicht läuft, muss man halt auf E-Sport setzen. Soweit ich weiß, hat es Bayern auch versucht im E-Sport. So. Oh Gott, ich ertrinke gerade. Alles easy. So, Seagrass. Jetzt muss ich einmal an der Schildkröte ran. Ach, guck mal, da sind sogar welche. Und hier sehen Sie Schildkröten in der freien Wildbahn. Sind normalerweise relativ ruhig gewesen. Eins und zwei. So, wer von euch beiden wird schwanger? Und nun? Was tust du? Was macht sie? Ich habe kein Behutsamkeitswerkzeug, fällt mir gerade auf. Ich weiß, wo ich eins hab. Soll ich nehmen mal die Fackeln weg? Vielleicht hilft das. Macht sie da? Turtles Shampoo.